Hey Freunde, da bin ich wieder frisch aus dem Urlaub mit einem kurzen Update für euch, auch rückwirkend, was letzte Woche passiert ist. Es hat sich nicht viel verändert. Fangen wir an mit den Blues News vom 12.08.2023. Hier schreibt Blizzard nur, wenn wir Classic Era mit der geplanten Wartung am 23. August aktualisieren, wird das neue Ehren- und Rangsystem implementiert. Schon alles klar. Und wichtig ist zu wissen, wenn Sie sich nach dem Update bei Classic Era anmelden, behalten Sie Folgendes. Also die meisten deiner Lifetime-Kills werden übernommen. Höchster Rang auf Lebenszeit. Und eure aktuelle Ehrenrang, also den verliert ihr nicht, den übernimmt ihr mit. Wichtig ist zu wissen, dass PvP-Aktivitäten in der Woche vor dem Patch nicht gezählt werden. Alle PvP-Berechnungen vor dem 16. August werden gezählt, danach nicht mehr. Also das würde verfallen, wenn ihr zum Beispiel ab dem 16. August 90% auf Rang 12 gespielt habt. Dann würdet ihr den kompletten Rang verlieren, also nicht den Rang verlieren, sondern den Fortschritt im Rang verlieren, also die 90%. Das heißt, in dieser Woche davor einfach kein PvP spielen oder ich spiele halt umsonst. Ansonsten gab es keine wirklichen Neuigkeiten zu WoW Classic. Es gab noch eine Frage im Forum, was ich interessant fand, wo ein Blizzard-Mitarbeiter auch geantwortet hat. Da ging es darum, was passieren würde, wenn zum Beispiel ein Magier oder ein Schurke viele Mobs pullt und dann einen Spieler bufft durch eine, ja, durch einen Zauber oder durch eine Rolle, der aber nicht in seiner Gruppe ist. Ja. Würde dann der Spieler Aggro erhalten? Blizzard antwortete, dass sie das getestet haben und keine Gefahr für den gebufften Spieler besteht. Wie gesagt, das war jetzt nur der Fall, wenn man sich nicht in einer Gruppe befindet. Alles andere wäre auch nicht sinnvoll, da es mit Sicherheit eine neue Methode für Griefer sonst wäre. Zu WoW Classic gab es sonst keine Blues News. Der Release ist wie bereits erwähnt am 25.08. um 0 Uhr. Es sind jetzt noch genau 4 Tage. Ich bin so gehypt nach wie vor und freue mich riesig. Ich hoffe, ihr auch.